Nachdem ich beim letzten Mal das halbe Dorf in die Luft gejagt habe, wo auch die Hälfte der Bevölkerung draufgegangen ist, gehen wir jetzt natürlich in die nächste Runde. Aber vorher zeige ich nochmal ganz kurz ein Feature, das wir beim letzten Mal nicht angeschaut haben. Die Blueprints, das sind diese Dinger hier vorne im Hauptmenü. Und darüber kann ich weitere Gebäudetypen freischalten, nachdem ich Punkte gesammelt habe. Beziehungsweise Punkte werden hier Abfälle genannt. Soweit, so gut. Das heißt also, im Prinzip kann ich diese neuen Gebäudetypen freischalten. Man fängt hier unten an beim Wachturmbau und kann dann entscheiden, im Prinzip, welche Richtung man geht. Man hat hier so ein paar kleine Gebäudetypen zur Auswahl. Gesehen haben wir zum Beispiel schon, weiß nicht genau, ja, den Wachturm mindestens auf jeden Fall. Ich bin schon ein bisschen weiter nach oben gegangen. Wir haben jetzt den Nachtclub. Wir haben andere Dinge. Wir haben eine Schule. Die Schule übrigens wäre großartig gewesen, wenn du irgendwas in die Luft jagst und alle unzufrieden sind. Weil die Schule nämlich Effekte hat, wie man hier sehen kann. Die vergibt dir die Hälfte der Todesfälle. Das ist natürlich eine richtig schöne Sache. So, deswegen, also wir haben jetzt so ein paar Sachen freigeschaltet und damit gehen wir in eine neue Runde. Es geht los. Der Anfang ist immer noch identisch, das heißt, wir haben unsere lustigen kleinen Gebäude. Ich fange mit meinem Lieblingsgebäude, dem Heimbüro, einfach mal hier so schön an und setze es einfach mal hier oben einfach so als Stapel hin. Und schaue, dass wir diese ganzen anderen komischen kleinen Gebäude, guck mal, den können wir auch noch unten hinsetzen irgendwie. Aber diese kleinen, man weiß es nicht so genau, wo die hin sollen. So, und dann haben wir den hier noch. Den setzen wir hier irgendwo in die Ecke. Ich glaube, dieses ganz kleine Gebäude hat man auch echt nur ein einziges Mal, oder? Naja, gut. So, wir haben unsere produzierenden Gebäude. Ich setze die hier schön in die Ecke. Zack, einfach irgendwo hin. Und beende damit einmal kurz diesen Zyklus. Ich bin sehr gespannt, wie weit wir diesmal kommen. Ich versuche auch mal vielleicht nicht die halbe Insel in die Luft zu jagen. Das wäre doch mal ein Ansatz. So, wir haben jetzt hier den Nachtclub. Der Nachtclub hat die Spezialität, er ist stabil. Das heißt also zum Beispiel, der wird vom Wassertank nicht beeinflusst. Und deswegen packen wir den so schön hier an die Seite. Wir können ihn übrigens auch nicht irgendwo hinsetzen. Hier geht nicht. Der Nachtclub muss irgendwo an einem anderen Gebäude dran sein. Egal welches. Aber das Gebäude muss schon existieren. Deswegen packe ich den hier so ganz abgedreht hier oben an den Rand, damit wir möglichst viel bei dem Wassertank irgendwo mit einbeziehen können. Auf der anderen Seite, aktuell wollen die Gebäude alle kein Wasser. Was ist denn mit euch? Aber gut, okay, also weiteres tragbares Haus. Das setzen wir einfach mal hier so hin. Und damit haben wir... Nee, ich hätte es hier hinsetzen sollen. Egal. Und damit setzen wir nun... Wir haben jetzt schon den Wassertank? Okay. So, also Vorteil nochmal von dem Nachtclub, der übrigens seinen Eingang hier auf dieser Seite hat, der Zoner Club. Der hat nämlich den großartigen Vorteil, er ist stabil und deswegen geht er nicht kaputt. Schau mal hier, das Ding läuft aus, aber Nachtclub geht nicht kaputt. Die gehen alle kaputt, alle, ne? So, alle schön kaputt. Das obere geht kaputt, die unteren hätten dadurch auch eine Problematik. Deswegen setzen wir den Wassertank schön hier oben hin. Und einer, der Wasser braucht, ist jetzt zufrieden. Ja, das läuft ja richtig, richtig gut bisher. Aber gut. So, nächstes funktionales Gebäude, der Gastank. Der Gastank darf nicht in der Nähe von der Elektrizität sein. Die Elektrizität geht ein bisschen hier raus. Der Gastank wird eher so in der Mitte gebraucht. Deswegen würde ich ihn versuchen, mal hier so hinzusetzen irgendwo. Hier vielleicht, oder? Ja, irgendwie so. So, damit haben wir nämlich alle Gas-Needs geklärt. Und haben nochmal so ein lustiges, schönes Gebäude. Das setzen wir einfach... Was heißt das, wenn wir das einfach oben drauf setzen? Auf den Gastank. Diese ganzen Jalousien, die gehen mir auch ein bisschen auf den Keks, oder? Ich meine, du kannst jetzt die nicht wirklich... Du kannst die Gebäude nicht bündig bauen. Du hast einfach, ja, ich sag mal, Luft zwischen den Gebäuden. Wie ineffektiv. So, wir haben jetzt hier noch einen Garten. Den würde ich tatsächlich einfach oben drauf... Hallo, können wir ein bisschen nach oben gucken? Dankeschön. Vielleicht oben drauf setzen einfach hier. Einfach in die Mitte. Aber irgendwie so, dass er nicht total doof sitzt. Da, so vielleicht. Nee, kann ich nicht. Warum nicht? Ich will da noch ein Gebäude. Das heißt, wir setzen das Gebäude mal hier so hin. Warte mal, so vielleicht. Wir können jetzt den Garten da drauf setzen. Guck mal, das ist doch vielleicht gar nicht so doof, oder? Irgendwie so. Das einzig Doofe ist, ich habe jetzt nicht mehr Platz. Doch oben könnte ich die Elektrizität hinsetzen vielleicht. Egal. Nächster Zyklus kommt. Da haben wir jetzt wahrscheinlich einmal die Elektrizität. Genau, da kommt sie schon. Und wir haben hier unten unser Gaskraftwerk. Deswegen wäre es natürlich blöd, das da hinzusetzen. Aber ich denke mal... Nee, dann kriegen wir das da unten nicht hin. Da fängt es schon an, dass ich gar nicht gut gebaut habe, ne? Hier unten können wir es machen. So vielleicht. Ja, komm, machen wir es so. Jetzt macht es einmal Visit und wir sind wahrscheinlich hier bei 100%. Genau, wir sind bei 100%. Schau es dir genau an, wie es aussieht. Das wird nicht nochmal passieren. Okay, also, dann geht's weiter mit meinen lustigen Gebäuden. Ich würde einmal vielleicht hier die Lücke irgendwo füllen. Hier so. Ja, genau. Und wir gehen in den nächsten Zyklus rein. Oh, das erste Mal, dass jemand Wasser braucht. Hey, wow, klasse.
Guck mal, ist auch direkt unzufrieden, ne? Ich habe kein Wasser in meinem Gebäude. Ich kann mir die Zähne nicht putzen. Ich sterbe. So, das heißt, wir packen. Ja, wo packen wir den denn mal hin? Ich würde sagen, hier in die Ecke unten irgendwo. Wir müssen auch relativ früh schauen, dass wir diesen Garten überbaut kriegen einfach, damit wir da wieder Baufläche kriegen. Weil hier sind nämlich überall unsere funktionalen Gebäude. Oh mein Gott, das Spiel hört mir einfach zu. Wir können nämlich jetzt einfach diese Plattform da hinsetzen. Nee, können wir gar nicht. Müssen wir erst das da hinsetzen? Wahrscheinlich so, ne? Ich setze mal so ein bisschen in die Mitte, weil können wir nämlich jetzt hier... Oh nein, guck mal, was ist er? Ach so, das ist eine neue Unterstützung. Das ist eine fragile Unterstützung. Eine nicht feste Stütze. Erzeugt bei Zerstörung feste Stützfragmente. Was will er mir damit sagen? Das würde ich lieber gerne so ein bisschen ausprobieren vorher, bevor ich das jetzt irgendwie als... Weißt du, was ich meine? Als essentiellen Part irgendwo nehme. Ich würde das mal einfach hier so hinbauen. Ich kann mir vorstellen, wenn das Ding kaputt geht, zum Beispiel indem wir da einen Wassercontainer draufbauen oder sowas, dass dann das Ding fest wird. Weil es muss ja scheinbar zerstört werden. Die Bedingung ist ja, wenn es zerstört wird. Okay, so, das heißt, den packen wir hier hin. Da fackeln wir gar nicht lange. Und was kriegen wir als nächstes? Wieder irgendwelche Hütten. Ja, komm, gartenloses Haus. Ist jetzt nicht so spannend. Packen wir einfach in die Lücke, oder? Ja, komm. So, wir sind ungefähr bei der Hälfte bei unserem nächsten Meilenstein. So ein bisschen müssen wir noch tun. Aber wir kriegen ja fleißig neue Gebäude. So, jetzt haben wir hier wieder Gastank. Aber wir haben gerade keine Needs. So, das heißt, der Gastank, den wir im Moment haben... Ich habe den vergessen. Wo ist der denn? Sag mal, hier ist Elektrizität, da ist Wasser. Das heißt, der Gastank ist hier unten, ne? Da unten ungefähr müsste da sein. So, das heißt, der nächste Gastank würde Sinn ergeben, wenn wir den hier irgendwo hinbauen würden. Beziehungsweise hier oben irgendwo. Hier so vielleicht. War das sogar ein Need, den wir damit abdecken würden. Machen wir mal. Guck mal, wie glücklich er direkt ist. Er ist auch so schnell irgendwie zufriedenzustellen. So, darunter packen wir als Unterstützung einmal kurz dieses Ding hier. Jetzt sieht das doch wieder ein bisschen realistischer aus hier. Mit diesem komischen, mit dieser Reling. Wie heißt das nochmal? Da gibt es ein Fachwort für. Ich hab's vergessen. Geländer. So, da fällt nämlich auch keiner runter, wenn jemand Wartungsarbeiten an dem Ding macht. Wir haben nochmal so ein Gebäude bekommen. Das ist eigentlich immer das Schönste, muss ich sagen. Das ist einfach hoch. Es ist schmal. Es hat viele Bewohner. Man kann es also super easy platzieren. So, nächster Zyklus. Was haben wir hier? Wir haben hier nochmal eine Unterstützung. Aber diesmal eine richtige. Deswegen würde ich die versuchen, die hier zu platzieren. Einfach über dem Garten. Einfach wirklich genau da drüber. Ja, genau ist jetzt nicht möglich. Aber auf jeden Fall da drüber. Und da haben wir jetzt ein großes Haus. Und das würde ich sagen, platzieren wir einfach mal hier drauf. So. Wir sind kein Stack Land mehr, wir sind eine Stack Will. So weit, so gut. Jetzt kriegen wir wieder die Auswahl. Also, wir haben die Schule, die uns aktuell gar nichts bringt, oder das Gefängnis. Das Gefängnis hatten wir das letzte Mal auch. Das war eigentlich ganz schön. Da haben wir nämlich einfach eine Flut von Gebäuden bekommen. Andererseits, wenn dein Glückswert vergibt... Die Frage ist halt, das stelle ich mir bei diesem Spiel, wann wird diese Fähigkeit angewandt? Wenn dein Glückswert unter 50% fällt, vergibt dieses Gebäude die Hälfte der Todesfälle. Wenn ich es platziere, wahrscheinlich nur in dem Moment. Aber ich nehme sie mal, weil sie ist für mich jetzt neu. Okay, und dann nehmen wir jetzt hier nochmal was. Und zwar haben wir hier zweimal Lagerung, einmal Mechaniker, nochmal. Und zwei Casinos und eine Lagerung. Der Mechaniker... Nee, wir nehmen das Ding hier. Wir nehmen die zwei Casinos einfach mal. Also, wir haben hier die Schule. Die interessiert uns gerade noch nicht wirklich. Wir haben noch eine weitere Fabrik. Die packen wir einfach hier mit auf den Stapel drauf. Was ist das denn? Das ist die Schule. Die ist ja riesengroß. Meine Güte. Und dann haben wir hier noch eine Fabrik für die Casinos. So, die Schule packen wir. Wir haben ja ein Wohngebäude. Einfach mitten rein. So, wir können ja nicht hier drauf packen. So, ne? Richtig schön. Zack. Guck mal, die Schule. Wie schön sie ist. Die Schulen sind auch immer die schönsten Gebäude in der Stadt. Man sieht es direkt. Es ist einfach furchtbar hässlich. Aber gut. Nächster Zyklus. Wir schauen. Wir haben zwei Wohngebäude bekommen. Und zwar zweimal Heimbüro. Die sind so schön einfach, die beiden Gebäude. Dann immer so zack. Zack. Fertig ist. Ist es nicht wunderschön? Generell finde ich die Stadt wunderschön. Vor allem die Schule hat ihren Schulhof. Direkt am Wassertank und über dem Gastank. Das ist doch... Ach, wenn das nicht... schülerfreundlich ist. Dann weiß ich auch nicht mehr. Die könnten wir auch noch mal ein Büro reinbauen. Komm, machen wir das doch mal eben kurz. Damit der Garten bloß keine Sonne bekommt, oder was? Ja, meine Güte.
So, ich bin mit dieser Dings hier nicht so ganz zufrieden, muss ich sagen, weil ich nicht weiß, was sie bringt. Aber gut. So, da konnte ich immer setzen, ne? Nee, kann ich nicht. Warum kann ich denn da nicht setzen? Hier an der Seite kann ich setzen, das will ich aber nicht. Dann gehe ich nach vorne zu dem Elektrizitätsdings wieder und pack den dann in die Ecke. Guck mal, wie schön freundlich sie direkt werden. Guck mal, sie machen eine Jalousie ans Haus und alles. Ist nicht wunderschön? So, wir haben unser erstes Casino und wir haben nochmal einen Wassertank. Der Wassertank ist hier oben. Und da unten haben wir scheinbar keinen Wassertank. Das heißt, ich würde diesen Wassertank einfach nach unten auf den Boden setzen. Und zwar hier so in die Mitte, an dem Einzugsgebiet. Weil diese Basis hier unten kann ja auch nicht kaputt gehen. Das heißt, das haben wir auch für uns dann gelöst. Okay, so, das heißt, wir gehen erstmal hier ein bisschen nach außen. Vielleicht? Nicht? Gehen wir nicht? Nee, gehen wir scheinbar nicht. Gehen wir so. Wir wollen mal so ein bisschen Schulhof machen für die Schule, weil dann können die Kinder hier raus. Das ist natürlich ein Problem. Da fallen die Kinder raus. Das ist jetzt blöd. Da sind die Eltern dann wieder schlecht gelaunt. Wir hatten früher ein Kind, jetzt haben wir keins mehr. So, okay. Also, das heißt, wir gehen mit dem Casino direkt an die Schule, damit die sich auch direkt dran gewöhnen. Weil dann sind die nämlich davor auch gesichert, weißt du? Also, dann sind die nicht mehr so anfällig dafür. So, und zack, wir kriegen ganz viel Zeug hier um. Hui! Ein paar sind glücklich, ein paar nicht. Man weiß es nicht so genau. Und jetzt haben wir wieder unsere Schulden. Dieses doofe Ding. Deswegen würde ich das nämlich jetzt einfach hier hinsetzen. Hier ganz an den Rand. Und ich hoffe, dass das hier nichts kaputt macht. Oh Gott. Ja, hier war die letzte Runde quasi vorbei. Aber wir konnten die Schulden einfach so loswerden, indem wir sie in die Luft gejagt haben. Ich finde, das ist auch eine ganz gute Idee soweit. So, hier haben wir noch eine Lücke. Die setzen wir da einfach mit rein. Und den nächsten Zyklus, bitte. Okay, so, tragbares Haus. Tragbares Haus. Tragbares Haus. Wir könnten natürlich einfach das Casino hier vorstellen, dann sieht es keiner mehr. Da sieht keiner mehr, dass das ein Casino ist und ich habe kein schlechtes Gewissen. Finde ich gar nicht doof. Okay, so, dann haben wir jetzt hier noch eine große Hütte. Mit 75 Bewohnern. Das ist schon eine schöne Nummer. Sollen wir das hier unten einfach mal zubauen? Komm, wir machen das mal hier zu. Halbwegs. Oh ja, das war ein großer Fortschritt. Andererseits, wir brauchen langsam mal wieder ein Elektroauto. Ey, deutsche Sprache. Ein Elektro... Wie heißt das nochmal? Elektrogebäude? Generator. Generator heißt das. Weil wir hier relativ viele Generator-Needs haben. Ja, wir haben jetzt noch ein Casino hier. Dann würde ich sagen, packen wir erstmal dieses Casino hier oben nochmal komplett weiter zu. Und hauen einfach das nächste Casino mit hier in die Schule rein. So. Zack. Und wir sind schon fast bei unserer nächsten Meilensteinstufe. Was war das denn? Oh, ein Moahi. Das sind großartige Gebäude. Die sind stabil, die sind einfach nur dumm und passiv und machen sonst nichts. Die gehen nicht kaputt, kein gar nichts. Das sind die besten Gebäude überhaupt. Und deswegen würde ich den auch einfach hier oben auf die Spitze stellen für eventuell irgendwann mal einen weiteren Wassertank. Einfach schon mal vorbereiten. Oh, I love it. So, was haben wir hier? Wieder nur Wohngebäude, ne? Okay, das heißt, wir gehen das mal hier unten ein bisschen noch mit nach oben, vielleicht einfach. Und hier noch ein Stück nach außen einfach. So, genau. Okay, wir haben weitere funktionale bzw. produzierende Gebäude. Einmal den hier. Der kleiner. Der ist kleiner, ne? Der ist nicht kleiner. Na gut. So, und den packen wir da unten rein. Damit das nicht allzu stark rübersteht. So, nächster Zyklus. Wir brauchen Elektro, Leute. Wir brauchen Elektro. Wir haben jetzt noch einen Park hier und nochmal eine Unterstützung. Aber eine der normalen, stabilen Unterstützungen. Die sollten wir strategisch setzen, finde ich. So, wenn wir nämlich hier oben einen Wassertank haben. Das ist, glaube ich, egal für alles andere. Ne? Wir brauchen nur das Gas an einer bestimmten Stelle und Elektro an einer bestimmten Stelle. Wenn wir jetzt also hier Elektro hinpacken, dann müsste irgendwo hier Gas hin, tatsächlich. Aber das können wir eigentlich auch mit Gebäuden machen, indem wir einfach hier Gebäude hinbauen. Also wo packen wir die Unterstützung hin? Ich finde, wir machen das irgendwie intelligent. Nee, weißt du, was wir machen? Wir bauen erst den Park, und zwar direkt hier vor die Schule. Das ist ja irgendwie auch sinnvoll. Andererseits haben wir hier oben diese Park-Needs. Sind die damit gedeckt, wenn ich das hier unten setze? Nein, sind sie nicht. Das heißt, hier muss das irgendwo hin. Ich könnte natürlich versuchen, das so zu machen und dann den Garten hier hin. Genau, und dann packen wir
Ich habe noch einen Garten. Was soll ich denn mit dem? Das ist jetzt blöd. Wo packen wir den zweiten Garten hin? Hier unten vielleicht? Nee, auch nicht. Hier oben. Hier ist auch nicht im Weg. Andererseits soll nicht im Weg sein. Der soll ja einfach ganz viel abdecken, ne? Also da oben haben wir einen. Das heißt, eigentlich müsste der nächste Garten hier irgendwo hin. Ich packe den hier an den Rand einfach. So, und dann haben wir nämlich hier unsere Unterstützung. Und die packen wir hier über den Garten wieder. Damit wir da abgesichert sind gegen irgendwelche potenziellen Platzprobleme, die irgendwann mal kommen könnten. Andererseits, wir brauchen langsam mal, genau, das ist Wasser, das hilft nicht wirklich, aber wir setzen den schon mal. Für irgendwann. Aber langsam brauchen wir echt Elektro, das sind sehr, sehr viele. So, Heimbüro. Wir könnten zum Beispiel Elektro hier drauf setzen. Ne, hier drauf. Das heißt, also ich... Warte, hier drauf setzen wir das Elektro-Ding, glaube ich, einfach. Wenn es dann irgendwann mal kommen sollte. Das heißt, hier setzen wir dann noch... Ne, nicht, dass das nicht passt. Das wäre blöd. So, wir stellen die Schule ein bisschen zu. Das ist ein Durchgangsgebäude. Beziehungsweise, das ist das Bürogebäude von der Schule. Ja, die brauchen ja auch so ein bisschen Platz. So. Lagerung. Gibt ein zufälliges Bedürfnis und erzeugt drei Ziegeldächer. Ach, die Ziegeldächer, die habe ich vergessen. Die sind total plemplem. Beziehungsweise die Ziegeldächer haben einen Sinn und Verstand. Ich zeig dir die gleich. Aber jetzt im aktuellen Stand sind die eher sinnlos. So. Wir haben damit einen elektrischen Generator bekommen. Das ist aber sehr praktisch. So, und hiermit hätten wir relativ viel abgedeckt, nur den da unten nicht. Das ist mir eigentlich egal. Ich glaube, wir haben keinen... Haben wir Garten in der Nähe? Oh Gott, ich hoffe nicht. Ah, ich klicke mal. Nee, das ging gut. Gott sei Dank. So, tragbares Haus nehmen wir nochmal mit. Nochmal ein tragbares Haus. So, weil jetzt haben wir diese drei Ziegeldächer. Das ist einfach nur normales Dach und die sehen so aus tatsächlich. Und die korrespondieren irgendwann mit einem anderen Gebäude, das ich aber noch nicht freigeschaltet habe. Das heißt, aktuell sind die eher sinnlos. Heißt, ich würde die einfach mal auf dieses Risikodach hier setzen. Auf diese Risikoverstärkung. Und fertig. Irgendwie so. Da oben könnte ich auch noch ein Gebäude rein tun, das sinnvoll wäre. Deswegen würde ich das Dach einfach hier hinpacken. Es sieht total bekloppt aus. Nee, sind wir ehrlich, sieht beschissen aus. Aber aus Sicherheitsgründen mache ich das mal gerade eben kurz, weil diese Dächer für mich noch keine Funktion haben. Okay, wir haben jetzt einen Gastank hier. Jetzt wird's witzig. Kriegen wir da oben, kriegen wir das Ding hier mit rein in den Radius, ohne dass wir durch dieses Elektroauto irgendwie so vielleicht? Nee, kann der gar nicht, ne? Tja. Was ist diese Markierung unten? Diese, weißt du das? Also quasi das hier unten, das, wenn ich das da drauf halte. Siehst du das? Bim, bim, bim. Keine Ahnung. Ich baue mir vorher das andere Gebäude nochmal. Falls wir da auch Elektro... Nee, wie heißt das? Gasneeds haben. Ja, haben wir nämlich. Guck mal. So, das heißt, das hier kriegen wir alles abgedeckt. Die Frage ist nur... Das müsste doch so funktionieren, oder nicht? Dieses Teil hier unten würde explodieren, wenn ich es hier hinsetze. Genau, da wird es nämlich rot markiert. Aber hier wird es nicht rot markiert. Ah, perfekt. Ist doch wunderbar. Ist doch alles in Ordnung, macht ihr da keine Sorgen mal hier an der Stelle. So. Jetzt haben wir nochmal einen elektrischen Generator bekommen, den können wir theoretisch da unten hinhauen einfach nur. Beziehungsweise wir hauen den nicht da unten hin, sondern wir hauen den hier irgendwo hin, nachdem wir was gebaut haben. Und zwar bauen wir einmal hier unten das Gebäude hin und dann den dahin. So könnten wir ihn dahin packen, ne? Da würde alles in die Luft gehen und hier nicht. Das ist schön. Vorher bauen wir allerdings die anderen Sachen nochmal mit. Das große passt da nicht hin. Das große passt aber hier so irgendwie hin. Das sieht total plemplem aus, ganz ehrlich. Ich pack das mal hier oben drauf irgendwo. Warte mal, auf die andere Seite vielleicht nochmal. Und dann packen wir das hier mit rein einfach. Ein bisschen weiter nach draußen. Komm. So ist es doch wunderschön. Okay. So, tragbares Haus noch mit da rein. Und dann kommt noch das Teil hier rein und dann haben wir es eigentlich. Ah, der braucht auch Elektro, schade. Okay, der ist dann irgendwann... Den hier ignoriere ich jetzt für den Moment. Und packe das Elektro-Teil erstmal hier hin. Okay. Soweit, so gut. So, was bekommen wir? Wir bekommen zwei Wohnhäuser einfach nur. Dann können wir jetzt die Lücken füllen, ne? So, zack.
Und den packen wir wieder einfach hier oben drauf. Ich habe übrigens dieses Schaltfläche mittlerweile einfach die ganze Zeit offen, weil dieser kleine weiße Regler, der relevant ist, der geht nämlich immer weiter rum, macht es also quasi immer schwerer, irgendwie Haus zu halten, heißt es so? Okay, so, wir haben einen Generator nochmal, der allerdings nur für dieses eine Gebäude zählen würde. Das wäre irgendwie ein bisschen plemplem. Wir bauen also erst die anderen Gebäude und schauen, ob wir damit irgendwas... So, der passt da ja perfekt rein. Dann dieses gartenlose Haus. Warum nennen die das so? Das ist so diffamierend irgendwie. Ich weiß nicht, warum das so klingt, aber es ist irgendwie so... Du hast ja nicht mal einen Garten, was ist denn mit dir? So, den packen wir da hin. Dann haben wir noch so ein großes Dingsy. Jetzt haben wir noch diesen Nachtclub. Wofür wollen wir den denn haben? Das ist wieder dieses stabile... Oh, es raucht alles. Heißt übrigens, dass die noch aktiv sind, die Gebäude, glaube ich. So habe ich es verstanden, auf jeden Fall. So, der hat Elektrizität. Die beiden da unten brauchen Gas. Das heißt, Elektrizität und Gas verträgt sich nicht. Heißt, eigentlich müsste die Elektrizität irgendwo hier oben hin. Hier so. Und da stört die tatsächlich auch keinen. Ich würde die aber lieber hier reinpacken irgendwo. So, würde die hier hinpassen? Ich sehe kein Gebäude, das ich damit kaputt machen würde. Siehst du irgendwo eins? Oh Gott, das ist aber so ein kurzer Moment des Stresses. Oh, okay. So, den packen wir hier hin einfach. Ne, das ist der Nachtclub, ne? Oh Gott, fast vergessen. Okay, das heißt, wir packen den Nachtclub. Da oben haben wir auch nochmal so eine Stellfläche. Ich würde sagen, wir packen den Nachtclub einfach über den Garten. Guck mal, was das für eine Party ist. So. Weiter geht's. Zwei Wohngebäude. Und zwar so ein großes... Nee, das ist wieder so ein Heim-Dingsy. Guck mal, fast haben wir 2000. Das läuft doch ganz schön eigentlich. So, die kritische Glücksstufe ist bei 72%. Okay, den packen wir hier wieder mit rein. Und den hier... Ich glaube, das hier lassen wir frei. Obwohl, nee. Oh, shit. Wenn wir jetzt Gas hätten, ne, dann packen wir das Gas hier auf die funktionalen Gebäude. Das heißt, das hier können wir zubauen. Bei Gas können wir hier nicht hinbauen, wegen Elektro hier oben. Und dann passt der doch perfekt hier in die Lücke rein, oder nicht? Sehr schön. Und der Wassertank kommt hier nicht hin? Schwach. Also wirklich schwach. So, wir sind jetzt bei 77% und haben nochmal einen Park. Wo brauchen wir denn einen Park? Nirgendwo. Dann würde ich sagen, packen wir den einfach mal hier so irgendwo hin. Hier draußen dran vielleicht oder so? Nee. Packen wir den da rein. So, wir sind jetzt in einer Town angekommen. Also Dorf ist nicht mehr, wir sind jetzt Stadt. So fühlet die Stadtfluenz. Also, was haben wir hier? Wachturm zum Entfernen von Gebäuden und dann neu platzieren. So, dann haben wir die Schule mit dem Glückswert oder Gefängnis mit dem anderen Thema mit von wegen... was war das nochmal? Ach so, ja genau, ich erinnere mich. Damit können wir im Prinzip hier unten die funktionalen, die produzierenden Gebäude so ein bisschen pushen. Ich würde fast sagen, die Schule haben wir schon, ne? Die brauchen wir nicht. Das heißt, entweder das oder das. Ich würde sagen, wir nehmen den Wachturm. So, und dann, oh Gott, wir haben 4 zur Auswahl. 3 Casinos und 2 Mechaniker. 1 Mechaniker und 4 Casinos. Lagerung, das mit den Ziegeldächern, das würde ich ungern haben. Das heißt, wir nehmen eigentlich diese Dinger hier. Das heißt, wir nehmen 4 Casinos und einen Mechaniker. Ja, das wird doch eine gute Nummer. Also, Hausfabrik. Wir machen hier mal so ein bisschen breiter jetzt. Also, Bedarfsfabrik, zack. Dann kommt die Hausfabrik. Dann haben wir einen Garten, das war unerwartet. So, nehmen wir den hier. Und dann haben wir noch die Wachturmbasis, beziehungsweise das Ding, das die Wachtürme generiert. Packen wir da nochmal hin. So, jetzt haben wir noch einen Garten. Und ich würde sagen, den Garten packen wir einfach. Keiner von unseren Bewohnern will Garten. Weil ganz ehrlich, wir haben das doch schön verteilt. Wir haben hier Garten, wir haben da Garten, wir haben hier unten sowieso Garten. Hier ist noch ein Gebüsch. Und hier oben ist ein Garten. Ist doch wunderschön. Ich weiß gar nicht, was die haben mit ihrem Garten die ganze Zeit. Also Park heißt es ja offiziell. Ich pack's einfach oben auf den Dings hier drauf, einfach ganz zentral. Wir haben auf unserem Wassertank jetzt, guck mal, dann sieht ihn auch keiner mehr, ist auch schön. Großes Haus, das packen wir direkt hier oben drauf. Zack. Ah, Statik ist einfach völlig egal, ne?
Der braucht heute schon Statik. So, wir haben jetzt wieder Elektrizität. Und Elektrizität braucht, soweit ich das sehe, gerade niemand. Das heißt, wir bauen erst die Gebäude und gucken, ob die irgendwo Elektrizitätsbedarf haben. Wir haben hier ein Elektrizitätsgebäude und wir haben hier eins. Die decken eigentlich relativ viel ab, würde ich sagen. Dann bauen wir doch einfach hier ganz stupide einfach weiter hoch. Was anderes sehe ich gerade nicht wirklich. Ja, man weiß es nicht so genau. Ja, ich packe den mal hier so einfach ran. Und dann haben wir noch ein Heimbüro. Das packen wir dann hier so quer drüber einfach, ne? So. Und jetzt Elektro. Wo werden wir später Elektro brauchen? Wir haben da eins, da eins, da eins. Das ist hier oben irgendwo, ne? Irgendwo so, vielleicht hier oben auf dem Dach. Da haben wir Gas, nicht vergessen. Irgendwie so. Da kann er dann nur so sein, hier oben oder hier. Ja, machen wir es hier hin. Einfach nur für später, falls wir da irgendwann mal hinkommen sollten. Was ist denn mit denen? Warum ist er denn so... Was ist denn hier? 93%? Warum ist er denn so schlecht gelaunt? Fragile Unterstützung. Ja, das habe ich auch das Gefühl, Junge. Wir packen die fragile Unterstützung mal einfach hier dran. Hier irgendwie so an den Gasdings, dass wir da ein bisschen mehr Fläche haben da oben. So, Gastank. Wo haben wir Gastankbedarfe? Gar nicht, ne? Wir haben nur Wasser aktuell. Das Dumme ist, hier ist ja auch schon mal ein Gastank. Ich sehe keinen Gastankbedarf gerade. Hier war doch irgendwo, da war irgendwas, ne? Dann packen wir den dahin, dahin. Und unter diesem komischen Dings, die kann man nicht setzen. Und dahin, das heißt... Würde ich fast sagen, dann setzen wir den Gastank hier irgendwo hin. Hier ist nämlich überall doof. Ja komm, wir setzen den Gastank einfach hier so hin für später, ne? Schön weit rein. Jetzt ist er nämlich halbwegs wieder glücklich. Was ist denn mit ihm? 65 sind traurig, ja, wunderschön. So, wir haben jetzt unseren ersten Wachturm. Die große Frage ist... Ah ne, hier ist ein Nachtclub, ne? Oh Gott sei Dank. Das ist so, als hätte ich das mir so überlegt. So, die hätten wir damit weg. Wohnkomplex. Der passt doch hier wunderschön hin, oder nicht? Ja, der passt da wirklich sehr schön hin. So, dann kommt das Casino einfach hier in die Mitte. Das macht einfach 100. Aber man darf nicht vergessen, guck mal hier, wir sind jetzt bei 2500 und müssen noch 1000. Also quasi 10 Casinos noch haben. Aber... Wir haben ein Hotel bekommen. Damit beschäftigen wir uns gleich nämlich. Also, wir haben jetzt hier einen Park. Machen wir noch nicht, weil wir erst die Gebäude bauen wollen, die Park-Needs generieren könnten, theoretisch. So wie der. Ne, wird direkt gedeckt. Sehr schön. Dann setzen wir den einfach oben drauf. Der hat dann auch keine Needs. Der Wachturm bringt uns gerade nicht wirklich viel, muss ich sagen. Wir haben zu viele Gärten. Also zu viele Parks. Dann setze ich den einfach hier unten hin. Ich weiß nicht, wohin sonst damit. Keine Ahnung. So, dann haben wir jetzt diesen Wachturm, der auch nicht wirklich Sinn und Verstand hat gerade. Deswegen setzt den da rein, setzt den Garten einfach nochmal. Wir haben keine grünen, nee, keine grünen Schnupsis irgendwo. So, und jetzt haben wir das Hotel. Das bringt uns 500 Leute. So, gewährt 500 Einwohner. Die Zahl erhöht sich jedes Mal, wenn man ein weiteres aus dem Casino erhält. Ein weiteres was? Ein weiteres Hotel? Das heißt, die Hotels wachsen quasi dynamisch miteinander, kann man das so sagen? Guck mal, das ist nicht symmetrisch, das Hotel. Guck mal, das ist ja witzig. Ich würde sagen, wir packen das Hotel einfach oben aufs Casino drauf. So richtig plemplem. Oder hier so. Irgendwie so vielleicht. Nee. Das ist tatsächlich nicht symmetrisch wie die anderen Gebäude. Alle anderen kannst du drehen, wie du Bock hast. Komm, wir setzen das Casino hier oben drauf einfach. Und damit haben wir 500 mehr. Guck mal. Oh. Wir brauchen noch 300, dann sind wir bei der 3500er Stufe. Das kriegen wir doch wohl hin, oder nicht? Wir kriegen auch ganz viele Wohngebäude. Also, großes Haus hat nochmal 75. Das ist doch schon fast das halbe Ding. Hier ist jetzt ein Garten, der ist mir unglaublich im Weg. Ach, ja. Das Leben ist schon hart. So. Dann großes Haus 75. Ja, da sind wir gleich bei der Stufe, weil wir haben ja zwei Stück davon. Können wir vielleicht ein bisschen hier unten dicht machen? Das würde ich gerne aber für die ganzen
Wachtürme vorhalten eigentlich? Hier war was. Komm. Setzen wir uns da hin und das nächste direkt oben drauf. Zack. Das hat jetzt nicht 300 gebracht, ne? Sondern viel weniger. Warum denn viel weniger? Das weiß ich gar nicht so genau. So, wir haben jetzt hier noch einen Wassertank. Needs haben wir nur einen, und zwar den da. Hier haben wir einen Wassertank. Wo haben wir noch einen Wassertank? Ich glaube, hier oben haben wir noch einen, ne? Da so. Das heißt, die große Frage ist, wo kommt der Wassertank hin? Der kann ja theoretisch nur hier hin. Aber weißt du was, wir probieren das jetzt mal aus. Das könnte jetzt ein Desaster werden. Weil der macht das ja kaputt hier unten, glaube ich. Egal. Ja, jetzt hat er das kaputt gemacht und der Wassertank ist weg. Unterstützung steil. Das ist auch neu. Okay, dann setzen wir die Unterstützung einfach hier drauf. Für den nächsten Wassertank, der kommt. Wir haben vier Stück. Ach, jetzt habe ich das verstanden. Wir haben das Ding kaputt gemacht und kriegen diese vier Unterstützungsdingsies jetzt. Das heißt, wir könnten jetzt hier überall draußen dran dübeln. Für irgendwelche spontanen Needs, die irgendwann mal kommen könnten und die uns das Leben retten, wenn du weißt, was ich meine. Die gucken so ein bisschen raus. Hier ist nämlich wieder so ein Gastank, der irgendwie Stress machen könnte. Das sind quasi Joker. Das ist, finde ich, ziemlich lässig, muss ich sagen. So, zack. Wo packen wir noch einen hin? Hier vielleicht noch. Ne, hier oben irgendwo vielleicht. Ne, das ist egal. Hier so hin. Okay. Jetzt habe ich auch dieses Dings verstanden. Das ist natürlich wunderschön. Also, wir haben ein großes Haus. Damit fangen wir an. Und füllen vielleicht hier mal irgendwie die Lücke langsam, ne? Also, der kommt oben drauf. Aber ich würde gerne diese Lücke hier füllen, tatsächlich. So, dann haben wir jetzt hier noch Sprengstoff mit Gastank, also Wärme. Das ist der hier unten. Genau. Da ist nämlich ein Elektrogebäude und das heißt, ich könnte den jetzt einfach hier draußen draufsetzen. Auf unsere neue Basis da. Okay. Und hier diese Lücke machen wir jetzt zu tragbares Haus. Ja, das ist ja völlig irrelevant. Wer will ein tragbares Haus haben? Tiny House verstehe ich noch, aber tragbar? Weiß man nicht so genau. So, wir haben keine 100 mehr und dann sind wir bei 3500 angekommen. Wir haben einen weiteren Wachturm. Wir haben ein Casino, wir haben ein Heimbüro. Ich würde sagen, das Casino bauen wir als erstes. Das wird hier so schön reinpassen, ne? Was habe ich leider dieses Gebäude gebaut? Oh, warte mal, Moment. Wir könnten den Wachturm nutzen, um dieses eine Wohnhaus wieder rückgängig zu machen. Und schauen, ob wir jetzt mit dem Casino hier oben reinkommen. Nee, tun wir nicht. Aber die Idee war schön. Also fand ich auf jeden Fall. So, das Hotel bietet ja jetzt immer mehr scheinbar. Deswegen bieten wir einfach jetzt hier mal die Gelegenheit. Was haben wir jetzt? Achso, die nächste Stufe ist erreicht. Okay, sehr cool. Also, wir haben Mechaniker. Ich glaube, der Mechaniker ist so ein gutes Ding fürs Ende irgendwie. Ein Mechaniker, drei Lager. Ziegeldächer will ich gar keine haben, ehrlich gesagt. Dann nehmen wir den hier einfach. Komm. Okay, soweit so gut. Also, wir haben tolle Action-Gebäude-Generatoren. Wir haben diese Dinger hier. Wir haben einmal ein Moahi, wieder mein liebstes Gebäude of all time. Und setzen das. Wie süß das ist hier. Guck mal hier. Dieses kleine Ding hier. Das ist so ein richtig optimiert, also wie heißt das nochmal? Optimistisches kleines Areal. Weißt du, wenn du Bock auf dein Leben hast, so gefühlt. Weißt du was, wir setzen das einfach hier drauf. Ne, hier kann ja der Wassertank hin, das ist eigentlich ziemlich egal. Wir brauchen das Gebäude gerade nicht. Oh, das ist aber traurig. Wir setzen es mal hier hin, einfach für später. So, also für irgendwann, keine Ahnung wofür. Dann kommt hier unser Heimbüro hin. Das nächste einfach oben drauf. Und das tragbare Haus kommt irgendwo hier unten in die Lücke einfach mal. Komm. Da haben wir doch keine Needs oder so ein Shit. Wir sind bei kritischer Stufe 80%. Kann es sein, dass die 80% hier oben einfach die Totale abbildet? Wahrscheinlich, ne? So, fragile Unterstützung. Wo brauchen wir sie? Das Dumme ist, nur die fragile Unterstützung geht ja nur dann kaputt, wenn ich da einen Wasserturm draufsetze. Und den Wasserturm brauchen wir hier oben langsam. Deswegen werden wir die fragile Unterstützung einfach gar nicht mehr kaputt machen. Aber ich versuche sie hier irgendwo reinzusetzen, wo wir ganz viele funktionale Gebäude haben. Aber gerade nichts bauen können, wenn du weißt, was ich meine.
wo wir eine Basis, wo eine Basis fehlt. Hier packe ich das hin. Und dann können wir nämlich direkt den hier in die Mitte setzen. Und das Heimbüro einfach hier oben drauf. Und die beiden daneben. Guck mal, der Garten wird immer größer hier. Ist doch wunderschön. Hier fehlt uns mittlerweile sogar Gas. Okay. Also bis jetzt bin ich von der Runde echt überzeugt. Auf jeden Fall läuft sie besser als die erste. Und das ist nicht schwer. Okay. Also hier haben wir Gas-Needs. Das müssen wir irgendwann uns mal näher anschauen. Ansonsten finde ich das an sich gar nicht doof bisher alles. Macht doch echt einen guten Eindruck. Okay, es ist Nacht. Wir haben 70.000 Gebäude bekommen. Ach du meine Güte. Wir haben ein Casino. Wir haben einmal Gas. Wir haben einmal Elektrizität. Und noch eins. Okay, wir haben einen Wohnkomplex. Ich würde sagen, dass wir den hier unten aber mal reinpacken, weil ich da hoffe, dass wir keine Needs damit erzeugen. Jetzt haben wir dieses dumme Lager. Ein zufälliges Bedürfnis. Das ist doch schlecht übersetzt, ne? Es geht ja darum, dass es mir ein zufälliges Gebäude gibt, das Bedürfnisse stillt. Und erzeugt drei Ziegeldächer. Ja, komm, dann packen wir den hier unten einfach rein. Nee, das tun wir nicht. Wir packen den hier hin. Sollten wir immer ein Gefängnis kriegen, können wir das da reinsetzen. Das ist viel schöner. Jetzt haben wir ja diese dummen Dächer, ne? Die brauche ich, wie gesagt, alle nicht. Dann würde ich die fast hier draufsetzen, einfach alle. Auf meine kleinen, besonderen Joker-Felder. Ja, ist ein bisschen verschenkt, aber... irgendwo muss ich die ja packen. Okay, so, nächstes. Läuft ja bisher eigentlich ganz gut, tatsächlich. Also, welche Needs haben wir aktuell? Ich würde sagen, das wird hier als letztes klären. Wir haben alle Felder, ne? Ja, wir haben alle drei Need-Felder, Need-Gebäude. Wir haben Elektrizität, wir haben Gas, wir haben Wasser. Das heißt, da könnten wir relativ schnell immer nachreparieren, falls wir das brauchen. Habe ich hier irgendwo noch eine schöne Lücke? Nee, ne? Dann packen wir den einfach hier hin. So, genau, hier oben geht es nämlich jetzt wieder los. Dass wir irgendeinen Kram brauchen. So, und dann kommt der jetzt hier hin. Jetzt haben wir... nee, das scheint irgendwie doof zu sein. Oh mein Gott, wir haben Sprengstoff bekommen. Oh Gott. Das ist jetzt aber gar nicht gut. Ich habe eine Idee. Wir bauen... nee, das bauen wir nicht. Was werden wir hier oben nicht brauchen? Wir werden hier Wasser brauchen, wir werden alle drei brauchen. Ich hatte nämlich die Idee, dass ich quasi hier noch ein Gebäude hinbaue. Einfach obendrauf noch und dann den Sprengstoff obendrauf setze. Das heißt, eins von diesen Gebäuden werden wir jetzt opfern. Das Problem ist nur, wenn dieser Gastank mit explodiert. Das war gar nicht so klug gerade, Schitte. Ich habe eine Idee. Wir setzen den Wachturm, dann kriegen wir das Casino nämlich zurück. Und das Casino setzen wir so weit weg von allem anderen irgendwie. Und zwar hier so. Genau. Und drehen das hier so hin. Das ist so weit außen jetzt. Und setzen wir den Sprengstoff hier oben drauf. Und hoffen einfach aufs... oh no, sagt er schon. Und jetzt hoffen wir aufs Beste. Bitte sterbt nicht. Ah. Wir haben ein Casino in die Luft gejagt. Sie finden es auch doof. Aber sorry. Hä? Warum? Was ist denn jetzt? Warum habe ich das denn nochmal bekommen? Das ist mir jetzt unangenehm. So, Sprengstoff und der Generator. Das heißt, das Ding hier explodiert. Das Ding entzündet einfach nur. Das heißt, ich setze den jetzt da drauf. Und setze den Sprengstoff hier drauf. Was anderes kann ich nicht machen, sonst bin ich quasi schon wieder am Ende. Oh, nee, bitte nicht sterben, okay? Jetzt bräuchte ich nämlich eine Schule, weil dann würden diese 260 Toten nämlich reduziert werden auf 130 nur. Und das findet er dann gar nicht so ganz schlimm. Okay, so, Wassertank kommt hier oben drauf, hatten wir schon gesagt. Und der Gastank kommt so ein bisschen weg von der Elektrik hier so hin. Ich glaube, wir kamen so relativ gut davon, oder? Alter Vater, das war jetzt aber keine gute Nummer. Jetzt haben wir nochmal einen Gas in den Wassertank bekommen. Warum das denn? Wo bauen wir den denn jetzt hin? Das ist jetzt aber blöd, oder? Wir könnten den natürlich auf den anderen Wassertank draufbauen, dann hätten wir beide kaputt am Ende. Hier können wir den hinpacken. Einfach nur, weil es geht.
ja, einzige Möglichkeit gefühlt auf die Schnelle. Aber gut. So, dann packen wir den aber hier hin. Und den packen wir hier mit rein. Wir sind 4000. Wir brauchen noch 1000 bis zum Ende. Und noch ein tragbares Haus. Und dann hier noch hin. Ja, die finden das ja total scheiße, ne? Das heißt also, wir haben jetzt hier ein Maximum erreicht an Zufriedenheit mit 93% und brauchen definitiv die Schule, damit wir später hier noch auf einen höheren Wert kommen. Sehe ich das richtig? So, das machen wir einfach dicht. Und wo können wir den noch einpacken? Irgendwo hier in die Lücke, damit der möglichst jetzt keine komischen Needs erzeugt. Hier ist doch gut, guck mal. Das ist doch perfekt. Oh, wir haben noch einen sogar. So. Das läuft ganz gut. Trotz der leider erfolgten Explosion. So, jetzt haben wir gleich hier den Mechaniker. Das ist die Frage, wofür wir den brauchen. So, wir haben jetzt eine stabile Unterstützung hin, die quasi für immer da hält. So, können wir den hier reinpacken? Ja, können wir. Sehr schön. Was ist das denn? Das ist ein kleines Haus. Oh, süß. Guck mal, mit 3 Bewohnern. Der kriegt einen ganz besonderen Spot, würde ich sagen. Irgendein, der völlig seltsam ist. Den können wir wahrscheinlich irgendwo auch in eine Lücke reinpacken. Das wäre auch besonders. Hier, guck mal. Ist das nicht besonders? Das ist besonders, finde ich. Nein, der braucht Garten. Oh Gott, den nehme ich rückwärts. Ganz ehrlich, den backe ich wieder zurück. Das ist es mir wert. So, hier. Da hat er nämlich gar keine Needs. Guck mal. Der soll mal ruhig sein. Okay, hier können wir nichts bauen, weil da so eine Dings hier ist. So eine Plattform. Die backen wir einfach übereinander. Noch ein Heimbüro. Guck mal, das wäre großartig. Wie viele haben wir denn noch davon? So, jetzt haben wir eine stabile Dingsy und dann den hier noch. Dann würde ich sagen, packen wir den noch einfach ganz nach hier rein. Das passt auch soweit. So, noch 700 Bewohner. Und jetzt haben wir hier noch diese Sache mit der Unterstützung. Die Unterstützung ist ja eigentlich eher so für mich persönlich für Wassertanks gedacht, aber wir haben ja sehr viele. Deswegen würde ich die vielleicht einfach hier draußen dran packen. Ja, okay. So, was kriegen wir hier? Wir kriegen nur Gebäude zum Wohnen. Der hätte gerne Elektro. Das heißt, Elektro hört da langsam auf. Das Dumme ist nur, hier ist ein Gastank. Vielleicht reicht das, wenn wir Elektro hier an die Spitze setzen und vor der Plattform. So, dann würde ich sagen, packen wir den da hin. Naja, Elektro ist hier oben Thema scheinbar. Es wird wieder Tag. Boah, wie hell das plötzlich ist. Was haben wir hier? Wieder ein Park. Naja, gut. Wo können wir den denn reinsetzen? Oh, übrigens, es gibt noch so eine komische andere Ansicht, damit du es mal gesehen hast, von oben. Wow. So. Wo packen wir die denn mal hin hier? Ich finde, wir packen die irgendwo hin, wo es cool ist. Da zum Beispiel. Ja, das war gar nicht schlecht. So, das große Haus packen wir einfach mit hier drauf. Und den kleinen packen wir hier hin. Da können wir hier nämlich Elektro reinpacken. Das passt, glaube ich, tatsächlich ganz gut. Und Dach packen wir einfach hier hin. Das interessiert mich nicht wirklich. Weil, ja, Dach passt sogar ganz gut eigentlich, weil der letzte Garten sehr weit weg ist. So, wir haben jetzt hier Elektro. Also, wenn wir Elektro hier reinpacken, wäre das gar kein Problem. Oder? Nein, ist kein Problem. Das heißt, wir packen das große Haus hier so hin. Und hier. Und noch eins. Guck mal, der hat aber Bock. Da hat im großen Haus aber jemand richtig Bock, hör mal. So, und dann können wir das Elektro-Ding nämlich hier reinpacken. Und haben damit alle Needs abgedeckt. Und ich hoffe, es explodiert jetzt nichts. Oh, bitte nicht. Ja, sehr gut. Okay, dann haben wir jetzt noch 2 Casinos hier. Die machen jeweils plus 100. So langsam wird es hier aber voll. Also voll in dem Sinne, dass wir doch relativ nah an unserer Grenze hier oben sind. Guck mal. Und dann haben wir das letzte hier gleich noch. Was haben wir jetzt? Eine Statue. Die Statue ist, hatten wir bis jetzt noch gar nicht, versorgt jedes Gebäude in Reichweite mit Bedarf. Ein großartiges Gebäude. Ich würde ungern jetzt dieses Casino setzen, weil es kann sein, dass wir dadurch nochmal Sprengstoff bekommen. Deswegen würde ich gerne tatsächlich den elektrischen Generator erst später bauen, falls wir Pufferzone brauchen für den Sprengstoff. Heißt, wir bauen doch lieber erst das Casino.
So, wir sind von einer Stadt zu einer City, warte mal, Town und City, einer Großstadt, so. Und haben damit tatsächlich das Ende von diesem Early Access erreicht. End of the Land. Dies war das Ende der frühen Version, also Early Access. Vielen Dank fürs Spielen. Und damit haben wir tatsächlich, wir können nicht nochmal gucken. Schade eigentlich. Also, Bilanz ist, wir sind bei 5000 angekommen. 4900 irgendwas glücklich, keine Ahnung. 260 Tote ist jetzt so eine Nummer, ne? Aber gut. Ansonsten doch eine ganz erfolgreiche Runde, würde ich sagen. Jetzt mal ein kompletter Durchlauf. Diesmal nicht die halbe Stadt dahin gerafft und exekutiert per irgendwas. Explosion. Solltest du selber spielen, wünsche ich dir viel Spaß dabei. Ich finde es einfach wirklich großartig. Es motiviert unglaublich, das Ganze nochmal zu machen, rumzubringen und so weiter. Weil, ich gehe nochmal ins Menü zurück und jetzt sehen wir, er geht auch direkt in den Blueprint. Wir haben 470 Abfälle und können jetzt hier weitere Gebäude freischalten. Zum Beispiel Müllhalle oder Produktionslinie. Und das hat dann wieder Effekte, ne? Hier zum Beispiel verdoppelt die Arbeitsgeschwindigkeit jedes Gebäudes oder jeder Fabrik, die da drüber gebaut wird. Oder hier der Schreiner. Du erhältst eine Kopie des Hauses, Bedarfsgebäudes oder blablabam, auf das du ein Ziegeldach legst. Und hier ist dann die Relevanz mit den Ziegeldächern. Die kommt aber hier erst. So, das heißt, du kannst hier natürlich dann auch anfangen zu taktieren, richtig schön. Ich würde sagen, dass wir die Produktionslinie uns nehmen. Haben dann noch 350 übrig und können entweder WLAN nehmen, Internet. Also die gibt ihnen alle 10, 7, 5 Runden entweder ein Casino oder einen Club. Dafür nehmen wir mal den Schreiner, komm. Schreiner ist jetzt gerade irgendwie relevanter an der Stelle. Ja, super, wunderbar. Damit haben wir wieder ein paar neue Gebäude auch freigeschaltet, die wir in der nächsten Runde spielen können. Wie gesagt, viel Spaß, wenn du selber spielen solltest. Mir macht das unglaublich viel Spaß. Ich wünsche dir einen großartigen Tag. Hoffentlich genießt du ein bisschen die Sonne da draußen auch mal. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.